Moin moin miteinander. Ja, wir spielen weiter Half-Life 1 bzw. Black Mesa. Hat immer ein bisschen geruckelt. Ja, wir wollten die Treppe runter. Ich sehe hier schon explosive Fässer. Explosive Fässer. Ein Laserstrahl. Ein toter Mann. Oh ja. Ich weiß auch schon, warum er tot ist. Dieser Laserstrahl wird mit Sicherheit diese Geschütze hier aktivieren. Hoho. Okay, dann heißt das, wir haben im Moment ja, zwei Optionen eigentlich. Oh, upsala. Wir können versuchen, über das Ding rüber zu springen. Jawohl. Wir können auf dieses Explosivfass schießen, in der Hoffnung, dass die Dinger hier wegfliegen und kaputt sind. Können wir vielleicht auch irgendwas werfen? Das hier zum Beispiel? Können wir die auch... Oh, wir können die Explosivfässer verstellen. Frage, was machen wir? Boing. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, um da rüber zu springen, weil das ist doch relativ hoch. Ich müsste also so einen Sprung machen mit eingezogenen Beinen. Well, das ist doch recht schwer. Upsala. Nein. Falsche Taste. Alles gut. Also, wenn ich hier und jetzt laufe ich und zack. Nee, ich glaube, das klappt nicht. Das sind zu viele Tasten auf einmal. Zu viele Tasten auf einmal. Mit Sprinten und Ducken und Springen. Das wird nicht klappen. Ja, von daher... Wir machen mal Folgendes. Wofür sind diese Fässer hier? Wir machen mal so. Pam! Oh je. Die Leiche hat es auch nochmal erwischt. Ja, die Teile sind kaputt. Eigentlich schade. Klack. Error. Tü. Ah nein, ich wollte dich aufstellen. Zack. Mitten auf die Fässer hier. Ja, aber Error, ja. Mit Error bringt das ja nicht allzu viel, ne? Da ist der andere. Na komm schon. Klang. So, auch auf die Fässer. Schaut mal, hier sind ein paar. Kann ich aber nicht nehmen, leider. Oh, long. Munitionskiste, leider. Nix drin, ne? Oder? Boing. Nein. Nix drin! Ah, ich würde die jetzt gerne aufstellen, muss ich gestehen. Dampfqualm. Kann ich hier vielleicht das wieder einschalten? Nee, ne? Nö, leider nicht. Na gut, wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so. Plong.
Vielleicht auch einen Code eintippen oder so? Nicht umfallen. Ah, nein. Nee. Kann man nichts machen? Ah! Au! Boah, ich hätte auf das Fass schießen sollen. Boah! Huh! Da hat's ihn aber zerfetzt. Boah, so von hinten. Mann. Mann, oh Mann. Kann man dann nur sagen, Mann, oh Mann. So, was haben wir denn hier? Da sehe ich schon wieder irgendwelche Laser. Und hier kann man die Tür wahrscheinlich wieder schließen. Und, ah nein! Kommt doch bestimmt mehr da. Noch einer. War's das? Ich glaube ja. Oh, schaut mal. Hier sind wieder Geschütze. Sind die heil? Die sehen heil aus. Ja, die sind grün. Die sind grün. Ich wette, sie aktivieren sich, sobald ich hier durchgehe. Das müssen wir irgendwie verhindern, ne? Du bleibst mal hier stehen und guckst gegen die Wand. Nicht schlecht, so macht man das. Ich glaube, hiermit mache ich das auch, ne? Falls irgendwas von hinten plötzlich kommt. Oder tue ich hier irgendwas hin? Auch eine Idee, ne? Das wäre auch eine Idee. Ich tue den irgendwie hier so hin. Falls Gegner von vorne kommen. Muss ich ja nur irgendwas durchwerfen, ne? Werfen wir mal. Oder wir machen Folgendes. Also hier kann ich das Ding wahrscheinlich zumachen, ne? Ja, ich wette, die Dinger wären aktiviert worden, wäre ich hier durchgegangen. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Also die Tür kann ich zumachen. Bringt mir das was? Ich weiß es nicht.
weiß nicht, was das Ding da gerade zerfetzt hat. Ich hoffe, kein Helfer von mir. Oh. Da sind die nächsten Geschütze. Okay. Okay. Ja, ich gehe mal kein Risiko ein, ne? Oh, ah, ah. So viel zum kein Risiko eingehen. Ah. Ich bin fast tot. So viel dazu. Was mache ich jetzt? Au. Warum beschützt du mich nicht? Das Ding muss ich mit einem Schuss weghauen. Ich glaube, das habe ich auch. So, große Frage ist jetzt, werde ich hier irgendwo Heilung finden? Wow, nein, das wollte ich nicht. Oh! Da ist der Typ! Da oben! Ich wollte es ihm mal zeigen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich kann nichts gegen ihn machen. So ein Mist aber auch. Der Suitman, ne? Wie man ihn auch nennt. Was ist das hier? Ich glaube, hier kann ich nicht runter. Nee, nee. Ich habe auch schon genug Unsinn gemacht hier mit. Also mein Leben sieht ja echt nicht gut aus. First Aid. Da bekomme ich Leben. Einmal kurz zurück hier zum Wasser. Ah, nein. Das Wasser soll dazu führen, dass ich hier runterfalle, ne? Ich schlitter hier nämlich so ein bisschen. I see. Okay. So. Komm. Der guckt mich da immer noch an. Ganz frech. Ganz frech guckt er mich an. Boah, ich hatte Rüstung und alles. Jetzt bin ich so am Arsch. So, hier ist eine Mine, eine Sprengfalle. Da will ich eigentlich nicht lang gehen. Oh.
Die Facility is now under military command. Also jetzt hat das Militär hier das Sagen, nicht mehr die Wissenschaftler. Ist natürlich nicht so nett, ne? So, da kann ich eigentlich jetzt nicht durchgehen. Ich muss eigentlich hier durchgehen. Ich überlege gerade, kann ich das Ding einfach wegballern? Ich glaube ja. Bums. Wow. Nicht, dass mich das Ding selber killt. Okay. Gut, ich werde hier ein kleines Päuschen machen. War also nicht allzu viel Action, aber ein bisschen Spaß doch. Wir werden dann die Treppe raufgehen. Mal gucken, was uns dann in der nächsten Folge erwartet. Wie gesagt, ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Danke mich fürs Zugucken und bis gleich.